Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chart Flash für Montag, den 31. Oktober. Mein Name ist Ronald Gerth, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Hauptthema, der Goldpreis, der so langsam in Richtung eines Kaufsignals marschiert. Sehen wir uns das gleich mal im kurzfristigen Chart an. Vorab noch kurz der Hinweis, wir werden morgen, da es ja ein gesetzlicher Feiertag ist, Börse auf, hin oder her, ausnahmsweise mal eine Pause machen. Das heißt, die nächsten Infos von uns kommen am Mittwochmorgen um 8 im Form des ING Markets Morning Call und der Morning Mail. So, der Goldpreis, der hat richtig Gas gegeben, aber nicht heute, das war am Freitag. Und zwar zunächst mal zur Mittagszeit, da war es eigentlich recht friedlich, eigentlich mehr unmotivierter Kursanstieg, aber der wurde dann motivierter, als um 19 Uhr am Freitagabend gemeldet wurde, dass die Ermittlungen des FBI gegen Hillary Clinton wieder aufgenommen werden würden. Und das sorgte dafür, dass die Aktienmärkte unter Druck gerieten und der Goldpreis als sogenannter sicherer Hafen wieder beliebt war. Seitdem bröckelt der Kurs wieder etwas ab. Man hofft, dass das Ganze vielleicht doch ein wenig weniger heiß gegessen wird, als es gekocht wird. Aber wir haben trotz alledem eine charttechnisch jetzt sehr spannende Konstellation auf Tagesbasis. Denn auch wenn der Goldpreis am Freitagabend noch von seinem Tageshoch wieder zurückkam, ist damit die 200-Tage-Linie überwunden worden. Die 20-Tage-Linie mal sowieso, weil die ja immer noch fällt und dementsprechend im Tagestief dann am Freitag schon gehalten wurde. Heute haben wir jetzt moderate Abschläge, das fällt nicht weiter ins Gewicht. Das heißt, wir haben ein bisschen höher eröffnet, sind jetzt in etwa auf dem Closing-Kurs vom Freitag und wir sind genau auf Höhe der bei 1274 Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie. Sollte sich die Lage etwas zuspitzen, sollte zum Beispiel heute Nachmittag die Wall Street auch wieder ein wenig vor sich hin bröckeln, dann kann es durchaus sein, dass wir hier auch wirklich deutlicher drüber rauslaufen und das hieße, bei Schlusskursen über 1280 US-Dollar wäre diese Linie ausreichend deutlich überwunden, damit man sich zumindest aus spekulativer Sicht als risikofreudiger Anleger eine Long-Position überlegen könnte, die man dann beispielsweise mit einem Stop-Loss um die 1260 bis 55 runter absichern könnte. Spekulativ deswegen, weil der MACD zwar ein Kaufsignal generiert hat, aber wir haben hier ja noch nicht ganz unwesentliche Hürden davor. Bei 13.04 zu 13.16 haben wir die nächsten Widerstände und dann noch diese Abwärtstrendlinie, die im Bereich so um die 1.335 Dollar als nächstes wartet. Das heißt, erst dann, wenn auch diese Hürden überwunden wären, könnte aus kleinen spekulativen Positionen auch etwas größere werden. Was auch im Moment ein bisschen auffällt, ist der Euro-Dollar-Kurs. Der Euro stieg, der Dollar fiel. Gut, auch das war eine Reaktion auf diese Meldung vom Freitagabend. Der Euro ist damit über diese vorher unterschrittene Widerstandszone jetzt wieder zur Unterstützung geworden, zwischen 1,0911 und 1,0952 wieder hinausgelaufen, rutscht gerade wieder ein bisschen drunter, unterhalb der 20-Tage-Linie. Aber wir hatten unseren Stop-Loss, nachdem wir da unten rausgerutscht sind, extra eng gelegt auf 1,0969, der wäre am Freitag rausgelöst worden und das ist in dieser Konstellation sicher auch kein Fehler. Wir sehen hier, der MACD ist kurz vor einem Kaufsignal und die Gemengelage kann natürlich schon aussagen, dass der Euro weiter steigt, respektive steigt, weil der Dollar fällt, wenn diese politische Gemengelage sich weiter kritisch gestaltet, wie es im Moment sich ja zumindest mal abzeichnet. Und wir haben ja schließlich nur noch eine Woche bis zur Wahl, da werden die Akteure eh nervöser. Also hier erstmal außen vor bleiben ist sicherlich kein Fehler. Bei Rohöl Brent haben wir auch keine Motivation. Der Kurs bröckelt weiter vor sich hin. Die Bemühungen der OPEC hin oder her. Wir haben hier wieder abbröckelnde Kurse. Das hier ist übrigens eine verschobene Geschichte, weil wieder mal der Future sich geändert hat. Also ein neuer Futures-Termin läuft. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen basteln im Eilschritt, um das hier wieder gerade zu biegen. So, dann haben wir hier nämlich eine Konstellation, die zeigt, wir sind zwar mit einem tieferen Zwischentief jetzt hier weiter nach unten gelaufen, aber wir haben hier jetzt die Abwärtstrendlinie vom Juno erreicht, nicht aber bereits unterschritten. Erst dann wäre hier mal zu überlegen, ob man auf der Shortseite was machen kann, wobei die entscheidende Zone, die liegt hier im Bereich des Zwischentiefs Mai, der 200-Tage-Linie und des Januar-Aufwärtstrends. Das sind Schlusskurse unter 47 Dollar, jetzt auf dem neuen Kursniveau gesehen, die entscheidend wären, um hier sagen zu können, okay, da kann man jetzt tatsächlich mal eine Short-Position wagen, weil wir hier sowas wie eine Top-Bildung vollendet hätten. Das ist momentan noch nicht der Fall, dementsprechend halten wir uns bedeckt, aber wir sind ja hier schon heile quasi rausgekommen mit einem recht hohen Stop-Loss auf der Long-Seite bei 51 Dollar. Soweit würde das ja dann auch passen.
So, und jetzt als letzter Blick natürlich der DAX, den brauchen wir auch. Der ist unmotiviert und spielt Brückentag. Gut, wir haben ein Minus, ja, von 44 Punkten, aber das entspricht in etwa dem Niveau, das wir am Freitagabend zum letzten Kurs per 22 Uhr, also als der DAX Future seinen Handel beendete, hatten. Und das bedeutet, unterm Strich bewegt sich nichts. Man versucht, sich da nach oben abzusetzen. Das hat erstmal nicht funktioniert. Die Umsätze aber sind winzig. Naja, und die Möglichkeit, dass wir unter die 20-Tage-Linie fallen, immer noch greifbar. Hier neutral zu sein, kann im Moment kein Fehler sein, davon abgesehen, dass es wirklich im Moment vor allem auf die Wall Street ankommt. Und der Witz dabei ist natürlich, die Wall Street bewegt sich zwar nicht, aber sie könnte, jederzeit. Das ist eine hochexplosive charttechnische Konstellation und dementsprechend müssen wir dahin gucken. Auf das, was sie heute machte, auf was sie morgen machte, am Mittwochmorgen, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe des Inge Markets Morning Call und der Morning Mail. Und der nächste Chartflash kommt dann natürlich auch am Mittwoch um 13 Uhr, wie gewohnt. Bis dahin, schönen Montag, schönen Feiertag und machen Sie es gut.